Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja. So viel Zeugs. Ich habe langsam keine Ahnung, was ich noch tun könnte. In diesem vor. Haben wir ja schon seit einer Weile keine Invasionen mehr. Ich meine, die Lage haben wir auch alle so einigermaßen sauber geräumt. Ja, hier mit den Kisten müsste wahrscheinlich noch. Klar, Schiff gemacht werden. Ja, und du warst in einer Strange Mood und bräuchtest dafür Silk. Hier unten wird weiter fleißig gegraben, oder? Ach, hier sind wir mal wieder auf Wasser gestoßen. Hier sind wir immer noch nicht voll mit Wasser, aber es wird langsam, glaube ich, immer voller. Also wenn man sich die Freiräume ansieht, die hier hin und her tanzen, wird es immer weniger. Wieder Dämmstone. Brech da durch. Okay, das bringt auch nichts. Wir müssen die nächste Ebene tiefer. Aber am besten gehen wir nicht hier. Sondern machen irgendwie hier eine Verschachtelung mal. Also es können Monster, denen wir begegnen, einfach so da hochklettern.
Und es ist Winter. So, mal gucken, wie sieht es mittlerweile hier aus? Aber wir müssen hier noch was einstellen. So News hier. Schalke nicht mehr, dafür jetzt Limestone. So. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Sandzeug hier wegkriegen soll. Weil Sandbags tue ich ja eigentlich nicht hier stapeln. Ja, langsam sollte ich hier einen Dauertask machen, dass wir Tetrahydrit mal einschmelzen. So. Dann geht's hier runter. Wir gehen einfach mal. Sagen wir 3 Stockwerke tiefer. Der Typ schläft da einfach. Also ja, irgendwie ist das schon gruselig, dass diese wa dünne Wand hier eigentlich den ganzen Minenschacht vor der Überflutung schützen tut. So, Autoklase, ist das ein Scheiterstein? Nein, sieht nicht danach aus. Was soll hier sein? Ja, ist ein Magma-Safe-Stein, aber nichts Besonderes sonst.
Okay. Unser Klopf ist amok gelaufen. Hat mit ein paar anderen Leuten gekämpft und ist verblutet. Ja. Blöd gelaufen. Frage mich gerade echt, ob ich vielleicht die Walkways hätte weglassen müssen für Fisch. Oder ob ich allgemein da falsch gedacht habe. Tantrum. X-Bow-Leader kämpft. Wieder ein Masterpiece. Diorit sieht auch nicht nach einem Stein aus, den wir unbedingt brauchen. Ne, Diorit. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier an dieser Stelle einfach mal wieder Strip Mining betreiben. Jetzt da unser Sorgenkind den Abflug schon gemacht hat. Und wir vielleicht hier unten vor Wasserlöchern geschützt sind. So. Rock Crystals. Mehr Milchquarz, schön. Haben wir mal wieder 20 Charcoal. So. Glaube aber dazu muss ich. Noch einen hinzufügen. Also sagen, du nimmst von da Items, so. Aber das war ja falsch. Egal. Und noch mehr Silvit. Rock Salt ist ja alles Mögliche. Aber so wie es aussieht, sind wir jetzt von dem Wasser mittlerweile verschont hier.
Ah, nur noch mehr Pyrit. Aber irgendwie habe ich langsam das Gefühl, wir sind zu hoch. Wir müssen in den Minusbereich kommen, wenn wir an Höhlen ran wollen. Das heißt, wir graben jetzt mal hier 10 Stockwerke tiefer. Ach du meine. Warum kommt da Wasser rein? Oh, weil hier überall. So, wie sieht's hier aus? Hier ist wirklich bald alles vollgelaufen in dieser kleinen, unscheinbaren Höhle. Ja. Hier ist auch wieder noch Wasser. Supi. Kinder. Lied. Was ist das für ein Stoff? Lied. Ja, LMNOP. Ja, Lied ist auch wieder ein Stein, der nichts bringt. Ja, hauptsächlich will ich Lava und Höhlen jetzt finden. Ja, Kupfer und Silberbarren kommen dabei langsam rum. Packen wir noch mal ein paar Wooden Bins auf die Liste. Und dann gehen wir noch mal 10 Etagen tiefer, mal sehen, was passiert. Wie sieht's hier aus?
Oh, Quarzit. Und Schist. Gucken wir mal kurz. Quarzit ist hier. Schist ist hier. Dann gehen wir jetzt hier graben.